Hier ist Indubio, der Podcast für Maskenlose, Ungeimpfte und geistig Gesunde. Am Mikrofon ist Burkhard Müller-Ulrich und wir haben Sonntag, den 11. Juli 2021. Was für ein Corona-Wahnsinn tobt weiterhin um uns herum. Und dieses um uns herum ist wörtlich gemeint, denn wundern Sie sich nicht, wenn Sie vor oder nach diesem Podcast oder auch mittendrin Impfwerbung der Regierung hören. Diese Werbung wird automatisch eingespielt und ich habe keinen Einfluss darauf, was da beworben wird. Das ist anders, wenn Sie die Werbung direkt bei mir buchen. Erstens kommt dann das Geld hundertprozentig uns zugute und zweitens kann ich Ihre Firma oder Ihr Produkt dann auch selbst empfehlen. Also bitte schreiben Sie an indubio@achgut.com und schreiben Sie auch, wenn Sie eine Frage oder eine Anregung loswerden möchten oder sogar eine Kritik, soll es ja auch geben. Also indubio@achgut.com, das ist der Briefkasten dieses Podcasts und ich verspreche Ihnen, Ihre Post wird aufmerksamst gelesen, auch wenn ich nicht immer auf alles antworten kann. Das müssen Sie mir bitte nachsehen. Und wenn Sie den Fanshop besuchen wollen, dann darf ich auch nochmal diese Internetadresse nennen. Sie lautet einfach indubio.online. Da gibt's Aufkleber und Anstecker und Aufnäher, lauter hübsche Sachen, mit denen Sie sich outen können als Indubio-Hörer und Kenner und als Teil einer mittlerweile mehr als 50.000 Köpfe zählenden Community. Und jetzt begrüße ich die drei Köpfe der heutigen Diskussionsrunde, nämlich Uwe Kammann, Medienexperte und ehemaliger Direktor des Grimme-Instituts, Ralf Schuler, Leiter der Parlamentsredaktion der Bild-Zeitung und René Zeyer, Journalist, Sachbuchautor, Kommunikationsberater und neuerdings Herausgeber eines medienkritischen Dienstes in der Schweiz mit der hübschen Internetadresse www.zackbum.ch. Zackbum, nur mit einem M geschrieben. Hallo zusammen, grüezi miteinander und wir haben hier mehr Hörer als bei den Olympischen Spielen Zuschauer dabei sein dürfen. Ist das nicht fabelhaft, Herr Kammann? Ja, wunderbar. Also vor 3-4 Jahren hätte ich medientheoretisch steil wahrscheinlich gesagt, damit finden die Olympischen Spiele ihre wahre Bestimmung. Sie sind ja längst weltweite Fernsehspiele geworden und die Übertragung ist ja in vielem viel wichtiger geworden als das Ereignis vor Ort. Wenn ich es aber auch aus eigener Erfahrung sagen kann, Olympia in München 72, es war wunderbar, wenn man solche Spiele und solch ein Ereignis inmitten von Zuschauern erleben kann, weil das natürlich die wahre Interaktion ist. Und München war ein Beispiel dafür, wie es auch gehen kann, weil es ja relativ bescheiden war, weil das Olympiagelände mit seiner Architektur dazu animiert hat, auch zu flanieren, gar nicht so konzentriert zu sein auf die sportlichen Ereignisse selber. Also das war für mich ein doch unvergessliches Erlebnis. Und insofern kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass solche Fernsehspiele alleine funktionieren können. Das wird sehr abstrakt sein. Es sind dann Spiele der Funktionäre, ob Sportler selber sich genügend inspiriert fühlen. Nein, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also ich hätte, wenn ich japanische Veranstalter, Funktionäre sein dürfte, ich hätte gesagt, dann macht man es eben 2022. Es hätte sich nicht überschnitten mit der Fußballweltmeisterschaft in diesem Jahr. Dann wäre es wahrscheinlich richtig gewesen. Aber jetzt wollen sie mit dem Kopf durch die Wand. Das geht natürlich um viel Geld. Es geht um Sponsoren. Es geht um Gesichtswaren. Auch das, glaube ich, spielt eine Rolle. Aber die Entscheidung finde ich vollkommen falsch. Wie gesagt, nur wenn man es spitzmedientheoretisch und eventmäßig beurteilt, dann hat das natürlich seinen Sinn. Womit Sie ja jetzt implizit bekannt haben, Herr Kammann, dass Sie davon ausgehen, dass nächstes Jahr alles over sein wird, was ich persönlich nicht glaube. Ich frage mal gleich so in die Runde, wie das Meinungsbild da ist und dann kommen wir weiter mit den Olympischen Spielen. Herr Schuler, was glauben Sie denn? Wie lange geht so eine Pandemie? Also ich nehme mit Interesse und einer gewissen Besorgnis, um es milde auszudrücken, zur Kenntnis, dass viele sich in dem mentalen Pandemie-Modus doch sehr gut eingerichtet haben und eigentlich jetzt sozusagen rituell für den Herbst die nächste Welle erwarten, schon mal mahnen und warnen, die Bundesregierung auffordern, jetzt Vorkehrungen zu treffen, als gäbe es keine Genesenen, als gäbe es keine Impfungen. Ich bin da einigermaßen erstaunt, vor allem eben auch, wenn das von Laien kommt,
denen ich virologische Fachkenntnis jetzt so gar nicht zutraue. Und ein anderer Aspekt fand ich auch sehr beachtlich, dass, ich weiß nicht, ob es eine deutsche Eigenart ist, dass wir das moralische Weltmandat schon wieder übernommen haben, andere Nationen, die einen anderen inneren Konsens gefunden haben, wie sie mit der Pandemie umgehen, zu reglementieren, wenigstens zu rezensieren, dass das so nicht geht. Und was die Briten da mit ihren Stadien machen, das ist unverantwortlich und in keiner Weise für uns hinnehmbar. Das klingt schon wieder bedrohlich. Ich war bei G7 in Großbritannien. Das war die Zeit im Juni, als Boris Johnson die Öffnung noch mal verschieben musste. Und ich habe festgestellt, dass die steigenden Zahlen nicht dazu geführt haben, dass die Briten ihren allgemeinen Alltagslebenswandel davon irgendwie beeinflusst sahen. Also die Freiluftgaststätten waren voll, die Biergärten waren voll und man flanierte auch durch die Straßen. Ich muss dann einfach akzeptieren, dass andere Länder das sehr viel lockerer sehen und die Inzidenz nicht als einen drohenden Hammer über sich sehen, der jetzt bitteschön alle in die Wohnung verdonnert. Aber das fällt vielen offensichtlich schwer, das zu akzeptieren. Also mit den Laien, denen Sie virologische Fachkenntnisse nicht zutrauen, lieber Ralf Schuler, habe ich mich irgendwie gemeint gefühlt. Aber, nein, ich dachte da eher an Illner, wo ich mich wunderte, da saßen zwei Virologen am Tisch und eine geschätzte Kollegin, Wissenschaftsjournalistin der Süddeutschen, machte Prognosen über den Herbst. Da war ich erstaunt. Also gut lesen kann ich auch. Aber ist das Problem nicht auch, dass wir zu viele Virologen haben, denen wir keinerlei Kenntnisse der Medizin und des Menschseins irgendwie zutrauen können? Bei manchen Virologen habe ich in der Tat den Eindruck, dass das menschliche Maß fehlt. Dafür ist aber ein Wissenschaftler eigentlich auch nicht da. Er hat seine Wissenschaft zu referieren und die Politik muss dann auf Grundlage der wissenschaftlichen Erkenntnisse ein lebensnahes Konzept für die Umsetzung, für mögliche Verbote, mögliche Öffnungen finden. Das ist nicht die Aufgabe der Wissenschaftler. Und das ist ein ähnliches Problem wie bei Klimawissenschaftlern. Klimawissenschaftlich mag es Gründe geben, ganz klar zu sagen, wir müssen so und so viele Milliarden Tonnen CO2 weniger ausstoßen und dann müssen wir mal gucken, ob das irgendwie geht. Das muss dann in einem gesellschaftlichen, demokratischen Prozess irgendwie vermittelt und ausgehandelt werden in der Gesellschaft. Überall da, wo man sozusagen die reine wissenschaftliche Lehre forscht, sind wir schon wieder auf einer sehr, sehr seltsamen Ader. Ich komme biografisch aus einer wissenschaftlichen Weltanschauung, die ich 25 Jahre genießen durfte. Und Wissenschaften haben auch nur einen beschränkten Einblick in die Realität und entwickeln sich ständig weiter. Und daran ausschließlich gesellschaftliche Entwicklungen festzumachen, ist mir etwas schmalspurig. Ah, das ist cool. Er kommt zum wissenschaftlichen Marxismus. René Zeyer kennt sich damit auch ein bisschen aus. Aber bevor wir ihn zu Wort kommen lassen, wollte ich noch sagen, ich habe noch selten so viel Sympathie für die Formulierungskraft von Oskar Lafontaine gehabt, wie als er neulich den Karl Lauterbach mit dem Begriff Heulboje belegt hat. Also das wollte ich einfach an der Stelle mal loswerden. So, jetzt zu den schweizerischen Heulbojen. Das muss ja Ihnen auch gefallen, Herr Zeyer, oder? Wir nennen das Corona-Kreische hier in der Schweiz. Also finde ich eigentlich auch hübscher als Heulboje. Wobei eben, wir sind ja die EU-freie Zone, aus der ich hier spreche. Und von daher machen wir das alles auch ein bisschen anders. Wir haben ja einerseits nur 7 Bundesräte, wie man vielleicht auch in Deutschland weiß. Auf der anderen Seite aber jede Menge Mitglieder von Task Forces und Special Task Force to the Bundesrat. Und die haben eine dermaßen Kakophonie veranstaltet, vor allem auch in den letzten Wochen und Monaten, dass eigentlich die Glaubhaftigkeit oder die Wichtigkeit irgendwelcher Aussagen zwischen nächstes Jahr sterben wir alle bis wir sind so gesunder geht's gar nicht, in der öffentlichen Meinung gar nicht mehr so wahnsinnig wahrgenommen werden. Außerdem haben wir ja noch weitere spezielle Wege hier in der Schweiz. Ich darf nur daran erinnern, dass wir ja einen Bundesrat haben, Ueli Maurer heißt er, auch nicht ganz unwichtig, ist unser Finanzminister. Der hat sich nur einmal impfen lassen, weil er meinte, ein harter Kerl wie er, das reicht, wenn man es nur einmal macht. Und außerdem will er das auch anderen nicht wegnehmen. Bei ihm kommt auch noch hinzu, das haben Sie in Deutschland sicher nicht, dass Herr Bundesrat Maurer, das ist keine Erfindung von mir, in der Lage ist, verschiedene Grassorten am Geschmack zu erkennen. Da ist er sehr stolz drauf. Er verbringt auch gelegentlich Tage in der Natur. Und ich kann eigentlich Deutschland nur empfehlen, dass solche Führer und Regierungsverantwortliche eigentlich schon stilbildend sein sollten als diese ewigen Talking Heads, die ihr da in Deutschland immer auffahrt.
Die Grassorten am Geschmack zu erkennen, ist natürlich eine Kernkompetenz, die man eigentlich bei den Grünen voraussetzen würde. Ja, ich weiß nicht, ob Frau Baerbock auf der Ebene schon irgendwas geleistet hat. Also jedenfalls bei unserem Bundesrat Maurer, es ist verbürgt. Uwe Kammann. Ja, wieder Wissenschaft ist sehr widersprüchlich, das merkt man ja. Insofern habe ich ja immer gedacht, vieles ist eben den nassen Finger in den Wind recken und dann gucken, was empfindet man. Und insofern sind viele Entscheidungen ja willkürlich. Aber um nochmal auf diese Eingangsfrage zurückzukehren, ob 2022 eine Normalisierung eingesetzt hat, ich glaube ja, weil dann auch Heulburchen oder Kreischende irgendwann mit ihren Tönen am Ende sind und man dann merkt, es ist eben auch nicht viel dahinter. Insofern, es wird sich sicher vieles normalisieren und was eben angesprochen wurde, dass in anderen Ländern ja durchaus andere methodische Entscheidungen gegriffen haben, das wird ja seine Wirkung auch hier nicht verfehlen. Ich glaube nicht, dass Deutschland jetzt auf ewig die einzige Insel spielen kann, wo man meint, man wüsste alles sehr viel besser als die anderen. Nein, da wird sich vieles einspielen und insofern war mein Vorschlag, die Olympischen Spiele dann doch mit relativer Sicherheit 2022 abhalten zu können, während derzeit es in Japan dann auch sehr umstritten wäre, ja innerhalb der Bevölkerung, wäre wahrscheinlich das Vernünftige, aber diese Vernunft wird es nicht geben und das Olympische Komitee wird, wie die großen Fußballverbände, auch seine ganz eigene Meinung dazu haben und wegen der Macht, die es medial auch hat, auch wahrscheinlich durchsetzen. Aber jetzt hat Ralf Schuler ja schon darauf hingewiesen, dass im Augenblick wieder die Schrauben ganz offensichtlich angezogen werden in Vorbereitung einer vierten oder sonst was Welle oder in griechischen Buchstaben gezählt. Mittlerweile sind wir, glaube ich, bei Lambda angekommen, wobei ich gehört habe, Lambda ist dann doch nicht so schlimm. Wir müssten uns wieder mehr an Delta orientieren. Egal, Kakophonie haben wir auch zu bieten, will ich damit sagen, so wie René Zeyers aus der Schweiz berichtet hat. Und sagen Sie mal, Ralf Schuler, die Bild-Zeitung, die ja nun tatsächlich in Sachen Corona so fast das einzige Medium ist, was gelegentlich auch mal Gegensteuer bietet, macht ein sehr uneinheitliches Bild. Also manchmal frage ich mich, ist sie mehr Treiber oder mehr Kritiker der Pandemie? Oder wie ist das, ich weiß nicht, ist das zu kitzlig, ein Mitglied der Bild-Redaktion darüber jetzt öffentlich zu befragen? Aber wie ist das Meinungsbild? Das Problem ist einfach, dass wir versuchen, alles abzubilden. Wir versuchen, diejenigen abzubilden, die Sorge haben und die bestimmte Vorsichtsmaßregeln fordern. Das ist ja oftmals das politische Handeln. Jens Spahn hat bestimmte Tipps für die Gestaltung des Sommerurlaubs. Dann wird lange verhandelt über Testrituale nach und vor Reisen. Und dann gibt es natürlich andere Sachen, wo wir ganz klar auch die Corona-Politik und die daraus gezogenen Schlüsse einem Faktencheck unterziehen und hinterfragen. Wie es bei jeder soliden Politikberichterstattung ja auch gemacht wird, muss man halt fragen, welche Kurven wirklich aussagekräftig sind. Und wenn es Differenzen beispielsweise von den Todeszahlen des RKI gibt und jetzt die neuen Zahlen des Statistischen Bundesamtes rauskommen, dann muss man halt sehen, wo dort die Corona-Toten rangieren und wie sie ermittelt werden. Das ist einfach ganz normale kritische Hinterfragung. Und ich gebe allerdings zu, dass wir grundsätzlich als Blattlinie eigentlich die einerseits freie Entscheidung der Menschen immer im Fokus haben. Und wenn es keine massive Bedrohung gibt, gibt es für den Staat auch keine Rechtsgrundlage für die Einschränkung von Grundrechten. Darum heißen sie Grundrechte und das darf man auch gar nicht gedanklich erst einreißen und schleifen lassen, sich anzugewöhnen, dass man bei bestimmten Gelegenheiten, sei es ja doch praktischer, vielleicht dann lassen wir das mit der Versammlung und der Meinungsfreiheit, ist besser, man bleibt drin. Nein, nein, wenn es keinen Anlass gibt, dann sind die Grundrechte einfach mit Ewigkeitsgrundsatz festgeschrieben im Grundgesetz und das ist auch verdammt gut so. Das ist eigentlich die dominante Tonlage. Gleichwohl muss man natürlich zur Kenntnis nehmen, wie viele Leute tatsächlich Angst haben. Ich treffe ja auch täglich Menschen, die mir sagen, ich gehe nicht mehr raus. Nein, ich lasse mir alles liefern. Wir waren in Dänemark am letzten Wochenende, da muss man keine Maske im Supermarkt tragen und ein Großteil meiner mitreisenden Familie hat ein komisches Gefühl, weil einfach das Aufsetzen der Maske beim Betreten einer Einrichtung so gängig geworden ist. Das gibt's natürlich draußen im Lande auch, muss man auch abbilden. Ich fände es schade, wenn sich das sozusagen als dauerhafte Prägung ins gesellschaftliche Leben infiltrieren würde.
Was es ja sicher tut, auch mit Billigung eben unserer Regierung, Bundesjustizministerin Lambrecht plädiert für die Beibehaltung der Maskenpflicht. Zitat, auch eine Impfung bietet keinen hundertprozentigen Schutz vor einer Weitergabe des Virus, wie sich zuletzt an der Ausbreitung der Delta-Variante, natürlich der Delta-Variante, in einigen Ländern gezeigt hat. Also Druck wird aufgesetzt und jetzt kommen wir mal von der Betrachtung des Mediums Bild zu unseren eigenen Meinungen, die wir ja hier diskutieren wollen. Ist das nicht unsäglich, die Formen, in denen der Druck jetzt aufgesetzt wird? Ich habe gerade eine Meldung gesehen, da wird ein Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung von Rheinland-Pfalz, Peter Heinz heißt der, wird also zitiert mit dem Satz, die Nicht-Geimpften haben nicht die Freiheit, ihre Maske abzulegen, sie dürfen nicht ins Stadion, nicht ins Schwimmbad und nicht ohne Maske im Supermarkt einkaufen und man darf Ungeimpften und jenen mit nur einer einfachen Impfung nicht mehr gestatten, in den Urlaub zu fahren. Stellen Sie sich mal vor, der Mann ist Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung in Rheinland-Pfalz. Muss man vielleicht daran kurz erinnern, dass auch nicht geimpfte Grundrechteträger sind. René Zeyer. Die Debatte kennen wir hier in der Schweiz auch. Wir sind vielleicht sogar noch ein bisschen empfindlicher, was Freiheitsrechte anbetrifft, als der doch eher zu Untertanentum neigende Deutsche. Und bei uns ist ja die lustige Situation, dass unser Gesundheitsminister, haben wir auch, darauf besteht, dass es keinen Impfzwang gibt und auch nie geben wird und noch nie gegeben hat. Allerdings wird hier die ähnliche Nummer wie wahrscheinlich in Deutschland geschoben, indem man nämlich sagt, na ja, also Impfzwang gibt's nicht nur, wenn du ins Ausland reisen möchtest, wenn du ein Flugzeug besteigen möchtest, wenn du an Großanlässen teilnehmen möchtest, wenn du in ein Restaurant gehen möchtest, könnte es dann allenfalls sein, dass du das nicht mehr tun kannst, wenn du nicht geimpft bist. Also was hier schon kräftig weckert, muss ich ehrlich sagen, ist diese Wackelpolitik zwischen nein, niemand wird gezwungen, niemand hat die Absicht, eine Corona-Mauer zu bauen, aber gleichzeitig wird immer mehr so getan, als wäre es dann doch ziemlich sinnvoll, dass man sich impfen lässt. Ich selber, kann ich auch ehrlich sagen, bin eigentlich auch sturmreif geschossen worden, fand eigentlich als tapferer Corona-Verweigerer, ich lasse mich nicht impfen. Inzwischen bin ich jetzt doch leider so weit, dass ich schon schwer mit dem Gedanken spiele, es doch zu tun. Warum? Weil Sie wieder reisen wollen. Zum Beispiel, ja, weil ich denke, irgendwie, also diesen Zirkus beim Besteigen eines Flugzeugs und ganz konkret, nächstes Wochenende habe ich den kühnen Plan, was macht der in der Schweiz lebende Deutsche, wenn er in Ferien etwas Lustiges machen will? Er geht in die Provence. Und weil das eigentlich reisetechnisch für mich näher ist, wenn ich das über Italien mache, habe ich mich mal vertraut gemacht, was alles für allfällige Tests, Papierchen, Untersuchungen, Bestätigungen, Registrierungen auf Internetseiten nötig sind, um Italien als Transitland in Richtung Frankreich zu durchfahren und in Frankreich zu hoffen, dass man mich dort auch reinlässt, weil einige Hotels sind schon reserviert und es wäre doch eher unangenehm für mich, wenn ich auf einer dieser beiden Grenzen stecken bleiben würde. Gäbe auch noch die andere Variante, die mir Bekannte empfehlen, mach's andersrum, fahr über Basel und von Basel dann direkt nach Frankreich hinein, dann bist du schon mal drin und unterwegs wird's wahrscheinlich keine Kontrollen mir geben, die dich davon abhalten, in die Provence zu fahren. Also ich kann nur sagen, entweder sind das alles Veranstaltungen der lokalen staatlichen Tourismusbehörden oder, keine Ahnung, Reisen, Ferien sollen wieder abenteuerlich werden, wie sie früher auch mal waren. Jetzt bei der Diskussion um Impfzwang gibt es ja auch das Komplementäre, nämlich Belohnungen für Leute, die sich impfen lassen. Also das kommt aus Amerika. Ich habe gesehen, dass Lotterien veranstaltet werden. Also Leute, die sich impfen lassen, die bekommen zum Beispiel freien Eintritt zu irgendwelchen Sachen oder auch Produkte oder eben können an einer Lotterie, wo man richtig was gewinnen kann, teilnehmen. Das ist ja inzwischen auch schon in Deutschland angekommen, diese Diskussion. Ich glaube, die Frau Giffey hat von 500 Euro gesprochen.
als Belohnung. Das fände ich gemein, weil ich habe nichts bekommen. Ja, eben. Ja, das ist jetzt eine nachgeordnete Diskussion. Dann werden sich jetzt viele überlegen, wie lange muss ich das hinauszögern, meine Impfbereitschaft, damit ich dann eine möglichst hohe Belohnung bekomme. Nein, das ist ja absurd, was sich da abspielt, aber es zeigt eben die Irrationalität der Debatte. Ich selber stelle mir das sehr schön vor, den Hamburger Impfmarkt. Nenn mich verrückt, ich lege noch einen oben drauf. Zwei Aale, einmal BioNTech. Wer hat noch mehr? Ja. Ich meine, es gibt natürlich diese Zahlungen seitens der Pharmaindustrie, die ja ganz offensichtlich ein Interesse hat, diese Impfkampagnen ad infinitum fortzusetzen. Und das ist wirklich so gemeint, denn mittlerweile heißt es ja also, nein, die zwei Impfungen reichen nicht. Wahrscheinlich brauchen wir dann doch eine Auffrischungsimpfung. Und garantiert in den nächsten Saisons, wenn also weitere Varianten auftauchen, weitere Auffrischungen. Also das geht so weiter. Ich wollte sagen, man ist es ja gewöhnt, dass Pharmafirmen Zahlungen an Ärzte leisten, was ethisch ein bisschen fragwürdig ist, aber man weiß, dass das so gemacht wird, damit die Ärzte eben geneigt sind, dieses oder jenes zu verordnen. Jetzt ist es relativ neu, dass die Pharmaindustrie quasi gewisse direkt an die Patienten bezahlt. Also, dass die Gelder gleich beim Konsumenten in Form von Belohnungen ankommen, habe ich noch nie gehört. Aber die hätten ja noch einen großen Markt. International ist ja noch so viel Luft nach oben. Also da werden sie auch sicherlich die reichen Regierungen noch mal so weichklopfen, dass sie sagen, jetzt wird im ganz großen Stile verschenkt. Wir wissen, welche Regionen damit bedacht werden können. Also das ist ein Bereich, der ist so grau-rosa wie alles nur möglich Denkbare. Ich meine, ich finde es eigentlich auch völlig okay. Wir sind ja schließlich die Betroffenen sozusagen, wenn da was schief geht, Nebenwirkungen und so weiter. Man setzt sich ja doch einem gewissen Risiko aus. Auf der anderen Seite, ich habe ja noch so ein halbes Standbein in Kuba, wie man vielleicht weiß. Ich war da jahrelang Korrespondent, bin mit einer Kubanerin verheiratet und möchte einfach darauf hinweisen, Kuba zum Beispiel stellt auch eine Vakuna, also einen Impfstoff her, von dem immerhin Kuba selber behauptet, der sei wahnsinnig effizient, 99% Zuverlässigkeit. Und ich finde, da müsste man vielleicht auch mal als Individuum vielleicht etwas lockerer denken. Es gibt ja auch eine russische Variante, eine chinesische. Wieso soll man sich immer ausgerechnet in die Abhängigkeit dieser ewig gleichen, teilweise auch aus der Schweiz stammenden Pharma-Riesen begeben? Also erweitern wir das Impfspektrum um noch ein paar weitere Firmen, aber am Problem selber wird es wahrscheinlich nichts ändern. Ein anderes Thema, was ein bisschen aufgeregt hat in dieser Woche, ist politischer Art und es spielt in Deutschland. Und es geht eigentlich um ein nettes, geselliges Beisammensein im Kanzleramt. Da ist nämlich der erste und zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts bei Frau Merkel zum Essen gewesen. Wenn wir mit Corona-Augen auf die Sache schauen, habe ich im Hinterkopf noch die Hausdurchsuchungen, die bei diesem Weimarer Richter, Detmar heißt er, glaube ich, stattgefunden haben, um festzustellen, ob er vielleicht mit Zeugen irgendwie bekannt war. Tatsächlich war er das. Die Zeugen hätten das jederzeit auch angeben können, auch ohne Haussuchung. Aber jedenfalls hat man das gemacht, weil man dachte, auf keinen Fall darf ein Richter mit einer Partei irgendetwas zu tun haben außerhalb des Verfahrens. Ja, ich meine, jetzt sind die Verfassungsrichter, die über das Verhalten von Angela Merkel zu befinden haben, bei derselben zu Gast gewesen. Wie finden wir das? Ja, es war ja eine Geschichte, die wir auch gebracht haben. Nun muss man dazu sagen, dieses Treffen findet jährlich statt und in der Regel sind dann sämtliche Richter dabei. Der erste und der zweite Senat war dabei. Gleichwohl ist es natürlich seltsam. Die offizielle Begründung lautet, da treffen oberste Verfassungsorgane sich miteinander und nicht Personen. Das ist etwa so plausibel, wie wenn Politiker auf Twitter sagen, sie seien privat dort. Das andere, also wer die Rechtsprechung kennt, was Befangenheit betrifft, der weiß, dass schon das Atmosphäre schaffen, schon den Anfangsverdacht von Befangenheit generiert. Im Strafprozess darf man sich nicht mal mit Zeugen treffen, geschweige denn mit Prozessbeteiligten. Das ist also schon etwas schwierig. Noch kurioser wird es, wenn man sich klar macht, die AfD hat jetzt einen Befangenheitsantrag gestellt für dieses Verfahren am 21. Juli, der dann entschieden werden muss von
jemandem, der bei diesem Treffen bei Merkel dabei war. Also gut, der zweite Senat wird die Verhandlung führen, da kann der erste jetzt über den Befangenheitsantrag entscheiden, aber trotzdem waren ja die Richter auch dabei. Das ist alles etwas kurios. Ich würde da gar nichts unterstellen wollen. Jeder kennt Merkel, jeder kennt Herrn Habert, jeder weiß, dass er früher Fraktionsvize der Union gewesen ist. Nur es hat einfach ein Geschmäckle, und dass man nicht versucht, den bösen Schein, wie der Jurist sagt, einfach zu vermeiden, das finde ich schon ein bisschen sehr hemdsärmlich, und das wäre nicht nötig gewesen. Denn die Verfassungsrichter und Verfassungsrechtler, mit denen man da sprechen kann, die sich da sehr bedeckt halten, weil sie sich mit der großen Instanz des Verfassungsgerichts auch nicht verderben wollen, zumal viele renommierte Verfassungsrechtler ja ständig vor dem Verfassungsgericht irgendwelche Verhandlungen führen, die sagen, also wenn man sich das Agieren von Angela Merkel im Fall Thüringen anguckt, dann geht das ganz klar nicht. Sie wird versuchen, in der Verhandlung bzw. ihre Prozessbevollmächtigten das als Meinungsäußerung hinzustellen, nicht als Handlungsanweisung. Aber wenn man sagt, ist nicht akzeptabel und muss rückgängig gemacht werden, dann ist das schon eine sehr starke Meinungsäußerung. Gleichwohl wird das Bundesverfassungsgericht nach Ansicht eigentlich aller Insider mehr als ein gehobenes Du-Du nicht aussprechen. Also man muss vorsichtig sein als Verfassungsorgan und so weiter. Was ich also hinter dem ganzen Vorgang vor allem sehe, ist eine gewisse Hemdsärmlichkeit und Sorglosigkeit, weil eigentlich auch Verfassungsrichter wissen können, welchen Anschein das in der Öffentlichkeit macht. Und dann kann man so ein Treffen auch verschieben. Das ist ja gar kein großes Problem. Das denke ich auch. Denn es ist ja völlig klar, es gibt den großen Kompetenzstreit zwischen dem Europäischen Gerichtshof und den Karlsruher Richtern, die sich bisher ein bisschen jedenfalls ihre Freiheit bewahrt haben und sagen, dass es gibt eine nationale Verfassung und die haben wir zu bewahren und zu schützen. Während die EuGH-Richter ja auf jeden Fall versuchen, den europäischen Gedanken als Integration und als Vollendung eines eher Bundesstaates zu forcieren. Dieser Konflikt ist da. Das Bundesverfassungsgericht hat ja nicht ganz, sagen wir mal, temperamentvoll die eigene Position vertreten, aber immerhin doch, und die Unabhängigkeit galt. Jetzt hat man den Eindruck, dass über den Weg der Bundeskanzlerin oder der Bundesregierung die Verfassungsrichter sozusagen in eine europafreundlichere Richtung gedrängt werden sollen. Und das ist mehr für mich als ein Geschmäckle. Das ist wirklich ein Grundkonflikt über die Kompetenzen in Europa und für Europa. Mich wundert dabei, dass die Presse diesen, wie ich finde, ja sehr zukunftsträchtigen Scheideweg, den man da betreten kann oder nicht, kaum richtig thematisiert hat. Also, dass es diesen Konflikt gibt, ist wohl bekannt, aber richtig kommentiert und vehement begleitet von der Presse sehe ich das nicht. Also da ist eine Duckmäusertum im Gange, und wie man Merkel und andere kennt, habe ich den Verdacht, sie werden wieder nachgeben und im Grunde die Verfassungsrichter nicht in ihrer Unabhängigkeit so bestärken, dass sie sagen, was Karlsruhe entscheidet, gilt für uns. Nein, sie werden sich jetzt dieser merkwürdigen Logik, die ja auch von Frau von der Leyen kommt, in einem Verfahren gegen die Bundesrepublik, sie müssen gar nicht gegen den, das Verfassungsgericht, wenn einschreiten. Das werden Sie wahrscheinlich so einigen. Also ich habe da ganz, ganz große Sorge, dass auch da wieder die Vorsicht und dieses Wohlgefallen gegenüber Europa in den Vordergrund rückt. Also wir haben ja schon des Öfteren hier drüber gesprochen, wie nah das Verfassungsgericht tatsächlich politisch eingebunden ist. Das ist es sicherlich schon immer und ist nicht unbedingt nur das Werk von Angela Merkel, obwohl sie natürlich jetzt ihren Buddy Habert da auf den entscheidenden Stuhl hat. Aber in anderen Ländern, wenn man es vergleicht, ist das natürlich nicht viel anders. Also in Frankreich ist das oberste Gericht, der Staatsgerichtshof, richtig politisch. Der wird zum Teil mit Ex-Präsidenten der Republik besetzt. Wie ist das eigentlich in der Schweiz, René Zeyer? Es gibt ja in dem Sinne kein Verfassungsgericht, ne? Genau. Das ist schon mal der erste wesentliche Unterschied. Das haben wir nicht. Wir haben dafür eine Bundesverfassung, die ja auch nicht ganz so zustande gekommen ist wie die deutsche, wenn ich das mal bemerken darf, weil das deutsche Grundgesetz hätte ja in Form einer Neuausgestaltung, wenn ich das richtig sehe, in eine Verfassung umgewandelt werden sollen. Auf das hat man dann, glaube ich, verzichtet. Das läuft bei uns in der Schweiz schon alles ein bisschen anders. Hier gibt es eine Bundesverfassung und die ist auch vor ein paar Jährchen mal wieder erneuert worden. Das hat dann jeweils eine Volksabstimmung zur Folge beziehungsweise zur Voraussetzung. Also von daher ist hier der Verfassungsgedanke wahrscheinlich ein ganz anderer.
Und in dem Zusammenhang ist es ja sicherlich auch interessant zu erwähnen, dass genau solche Fragen dazu geführt haben, dass diese unselig jahrelangen Verhandlungen über den sogenannten Rahmenvertrag zwischen der EU und der Schweiz am Schluss dann ergebnislos abgebrochen wurden, weil die Schweiz sich schlichtweg geweigert hat, meiner Meinung nach völlig zu Recht, sich in irgendeiner Form der EU-Gerichtsbarkeit zu unterstellen und darauf gepocht hat, dass sie als souveräner Staat diese Souveränität auch nicht für Handelsbeziehungen oder andere Zusammenhänge in Europa aufzugeben bereit ist. Und ich glaube, daran zeigt sich eben auch ein ganz anderes Herangehen an diese Problematik, die jetzt gerade Deutschland erlebt und ausgesetzt ist. Also der europäische Gedanke ist ja nirgends so stark wie zumindest in der Regierung Merkel. Und wie weit man da tatsächlich zu gehen bereit ist, was die eigene Rechtssouveränität anbetrifft, da kann man von der Schweiz aus auch nur mit gerunzelter Stirne zuschauen und hoffen, dass diese kleine Insel der EU-freien und selbstbestimmten Zone weiterhin existieren wird. Gleichwohl sind wir eigentlich froh, dass wir ein Verfassungsgericht haben in Deutschland, weil es manchmal die letzte Rettung ist, gegen irgendwelche Drangsalierungen staatlicher Art vorzugehen, wenn man sich in seinen Rechten beschränkt fühlt. Mir kommt gerade eine Nachricht aus Spanien unter die Augen. Sie haben es vielleicht gehört. Es wurde, soweit ich sehe, nicht sehr aufgegriffen in der deutschen Presse. Es ist eine Meldung, die ich in der englischen Ausgabe von El País gefunden habe. Dort hat also das Parlament jetzt eine Gesetzgebung vor, die weit über das hinausgeht, was wir zum Beispiel noch im Infektionsschutzgesetz geregelt bekommen haben, was ja schon an sich skandalös genug ist. Aber tatsächlich geht es da darum, dass also die Bürger in Spanien ausnahmslos den Anordnungen und Weisungen der zuständigen Behörden Folge leisten müssen, wenn eine Krise vorliegt, und alle Arten von Vermögenswerten können vorübergehend beschlagnahmt werden. Im Grunde kann jede Aktivität von jetzt auf gleich unterbunden werden. Das ist doch ein bisschen erschreckend. Hat natürlich jede Nation in Europa da unterschiedliche historische Traumata und unterschiedliche Grundkonsense über die autoritäre Pose, mit der der Staat den Bürgern gegenübertritt. Das ist an einigen Ländern stärker akzeptiert als in anderen. Bei uns ist das eher beargwöhnt. Auch im Infektionsschutzgesetz und in der epidemischen Lage sind Passi drin, wo der Bundesgesundheitsminister materielle Eigentümer beschlagnahmen kann und beispielsweise Menschen zu Sanitätsdiensten abordnen kann. Allerdings nur unter schweren Voraussetzungen. Ich würde insofern die Schweiz beglückwünschen, als dass, wenn man sich in diesen europäischen Rahmen hineinbegibt, dann müsste man, wie Deutschland, das nationale Recht dem europäischen unterstellen. Und damit hat man natürlich schon einen maßgeblichen Rechtsetzungsfaktor aus der Hand gegeben. Und wer das nicht will, ist gut beraten, am Status quo nichts zu ändern. Dieser ganze Streit jetzt um die EU-Gelder Deutschlands, wo Deutschland auch noch den größten Brocken bezahlt, und sich dann vor den Kali zerren lassen zu müssen, ist schon eine ziemlich dreiste Nummer der deutschen Kommissionspräsidentin. Allerdings will sie möglicherweise auch den Verdacht ausräumen, mit Deutschland irgendwie milder umzugehen. Das ist ein sehr unglückliches Konstrukt, diese ganze Geschichte, dass wir im Zuge der Pandemie übergewechselt sind, erstmals zu Gemeinschaftsschulden und damit einen Systemwechsel vollzogen haben. Das ist schon ein harter Bruch genug und wird möglicherweise ein Präzedenzfall sein, denn die Gräben, gerade die Wohlstandsgräben zwischen den Südstaaten und den nördlichen Ländern, werden durch diese Gelder anders als intendiert nicht behoben. Die letzten Jahre gab es Transferzahlungen auch im sogenannten ESF-Instrument. Auch da hat sich an dem Gefälle zwischen den Ländern nichts geändert. Und es gibt keinen Anlass zu der Hoffnung, dass sich da jetzt Grundlegendes wandelt. Also das ist eine schwierige Geschichte, und insofern freue ich mich immer, wenn die Schweizer da ihr Selbstbewusstsein hochhalten. Die Deutschen sollten es eigentlich auch selbstbewusster tun. So ein Zuspruch aus dem großen Kanton, wie wir das hier nennen, das freut er natürlich sehr. Ehrlich gesagt, also gut, das freut hier jetzt nicht unbedingt, aber man nimmt natürlich schon auch zur Kenntnis, wenn Sie gerade solche finanziellen Themen ansprechen,
dass nicht zuletzt wegen den gesammelten Bemühungen der EU im Zusammenhang mit dem Euro der Schweizer Franken ja zu einem ungebrochenen und fortgesetzten Höhenflug ansetzt. Und was ja eigentlich noch irrer ist, die Schweizer Nationalbank hatte inzwischen eine Bilanzsumme und das ist jetzt nun absoluter Weltrekord, die ungefähr 1,5-mal das Bruttosozialprodukt der Schweiz ausmacht. Das ist absolut einmalig weltweit. Und alleine das Eigenkapital der Schweizerischen Nationalbank beträgt inzwischen stolze, in Euro gerechnet, ungefähr 200 Milliarden Euro. Also im Vergleich dazu, die Europäische Zentralbank hat ein Eigenkapital von vielleicht 14 Milliarden, weil man ja sagt, die brauchen auch gar nicht so viel, weil die können ja drucken, wenn was fehlt. Die Schweizer Nationalbank hat jetzt ein Vermögen von 200 Milliarden Euro angehäuft. Und da ist jetzt in der Schweiz die Luxusdebatte, was machen wir eigentlich mit der ganzen Kohle? Lassen wir die einfach rumliegen oder spielen wir weiterhin einen der größten Hedgefonds der Welt? Oder verwenden wir das Geld vielleicht für die Sanierung der Altersversorgung oder was auch immer? Ich meine, abseits zu stehen, will ich damit sagen, auch wenn sich das vielleicht etwas egoistisch anhört, das macht, glaube ich, sowohl kurzfristig wie mittelfristig entschieden mehr Spaß, als in dieser EU drinne zu stecken. Ich würde ja anbieten, dass die Schweiz die Anleihen kauft, die jetzt die EZB mal sich auf den Leib zieht. Aber ich fürchte, das werden die Schweizer nicht tun wollen. Nein, ich meine, die Schweiz hat ja auch noch, das muss man schon auch noch klar sagen, die Schweizer Nationalbank, ich halte das, um das ganz klar zu sagen, was die EZB da macht, für kriminell, hat noch nie in der eigenen Währung Staatsanleihen gekauft. Das ist in der Schweiz absolut ausgeschlossen, dass die Schweizer Notenbank irgendwelche Bundesanleihen oder kantonale Geldaufnahmegefäße finanzieren würde. Das ist verboten. Das gibt's nicht. Das kann man nicht machen. Ja, oder sieht man, wie wunderbar diese Klammer funktioniert zwischen der EZB, die ja nicht auch politikfrei sein sollte, eine andere Aufgabe hat, und dem Europäischen Gerichtshof plus der Kommission, die genau über diese Instrumente ja versucht, ihre Souveränität bis Ultimo auszudehnen und die nationale Souveränität einzuschränken. Es ist wirklich verblüffend, wie wenig das diskutiert wird und wie wenig diese Gefahr gesehen wird, dass sozusagen auf einem weichen Wege über längere Zeit diese Institutionen alles andere aushöhlen und versuchen, ihr eigenes Recht zu schaffen und dann über ihre eigene Gesetzmäßigkeit dann auch noch zu Gericht zu sitzen und das zu interpretieren und auszulegen. Unglaublich. Und deshalb nochmal, ist es so gefährlich, wenn das Bundesverfassungsgericht sich erkennbar auch da in die Nähe der Regierung begibt und sagt, im Grunde sind wir nicht mehr das, was wir eigentlich sein wollen. Nicht umsonst war ja das Verfassungsgericht die Institution in Deutschland, die am höchsten Anerkennung gefunden hat. Ich glaube, das unterliegt jetzt einer Erosion, von deren Bedeutung sich viele noch gar keine Gedanken machen können. Das Problem ist natürlich, dass das eine Materie ist, die so speziell und auch ein Stück weit alltagsunerotisch ist, dass man das einfach den Parteien überlassen muss, dort einen verantwortungsvollen Sperrriegel einzuziehen und einfach wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Politik zu machen. Die Lidl-Verkäuferin kann sich nicht einlesen in die EZB-Urteile oder den Notenwechsel der deutschen Bundesverfassungsgericht mit Straßburg. Das muss Politik tun und das ist eben genau das große Problem. Die Deutschen haben zuletzt vertraut auf den Vertrag von Maastricht, wo auch drin festgeschrieben ist, dass keine monetäre Staatsfinanzierung stattfinden darf und dass die EZB zur Währungsstabilität da ist, nicht zum Politikmachen nach Vorbild der Deutschen Bundesbank. Jetzt will Frau von der Leyen die EZB einsetzen, um den Green Deal maßgeblich mit voranzutreiben. Mit anderen Worten, alle Finanztransaktionen der EZB müssen in den Dienst der Klimaneutralität 2050 gestellt werden. Das ist sicherlich ein verdienstvolles Ziel, nur demnächst kommt die soziale Gerechtigkeit für ganz Europa um die Ecke und dann ist der nächste politische Zweck da, dem die Geldpolitik unterworfen wird. So war das nicht abgemacht. Und das treibt eben niemanden auf die Straße. Da gibt's keine Demonstrationen in Frankfurt. Da ist die Politik gefragt und die tut nichts. Das ist das Bittere daran. Deshalb ist dieser Prozess eigentlich kaum aufzuhalten.
Und da wir jetzt auf der Euro-Ebene sind, im doppelten Sinne Euro, also ich meine die Europäische Union einerseits und andererseits die Währung gleichen Namens, komme ich zu einem weiteren Punkt in dieser Woche. Ich habe einen Artikel gefunden, der auch mit Finanzen zu tun hat übrigens. Und zwar, ja, die EU ist ja die große Quotenmaschine. Also das wissen wir ja, dass alles in Brüssel quotiert wird und unter anderem werden auch die Medienproduktionen quotiert. Und ich lese, im Stern war es, glaube ich, dass die EU britische Filme und Serien begrenzen möchte. Also es gibt da offensichtlich, so wie, ich glaube, Frankreich hat vor vielen, vielen Jahren mal damit angefangen, welche Musik darf im Radio gespielt werden. Da muss also eine feste Quote von französischsprachigen Chansons vorkommen und andere Länder haben das dann nachgemacht und sowas Ähnliches gibt es natürlich auch in der Filmproduktion. Jetzt ist die große Frage, es sind zu viele britische Serien da offensichtlich auf Netflix unterwegs und gleich können die Kollegen und auch Herr Kammern als großer Medienbeobachter uns vielleicht darüber aufklären, welche Gründe es für diese Stärke der britischen Produktion gibt. Jedenfalls ist die Frage, nachdem die Briten ja ausgeschieden sind aus der EU, gehören die jetzt noch zur Quote oder eben nicht? Ach, das ist eine auch absurde Diskussion. Es ist natürlich ein Königreich für alle Regulierer und in Brüssel kenne ich das sehr gut aus meiner früheren Zeit als Medienredakteur. Es gab ja Förderprogramme schon seit 35 Jahren und auch da ging es immer um Quoten, aber die Realität war dann tatsächlich immer eine andere beim Publikum, denn völlig klar, englischsprachige Produktionen haben von vornherein einen großen Vorteil auf dem Markt. Dem hat man immer versucht entgegenzuschauen, aber es ging dann eher über Fördergelder. Also da gibt es in der EU auch eine Reihe von Programmen, so wie es ja auch die nationalen Förderprogramme gibt. Und es hat sich immer herausgestellt, man kann das nicht quotieren. Ich habe mehrere Kongresse mitgemacht, wo das immer als hehres Ziel gesagt wurde. Es muss eine europäische Vielfalt sich widerspiegeln in den Medien. Der Markt hat es dann immer ganz und gar anders gerichtet. Jetzt gibt es ja die spitzfindige Diskussion, worauf Sie angespielt haben. Ist denn dann ein Beitrag aus Großbritannien noch ein europäischer Beitrag? Ich sage, natürlich ist es das. Und die Anbieter, auch die privaten und auch die öffentlich-rechtlichen, werden dann sich einen Teufel drum scheren, ob Brüssel da etwas vorschreiben will oder nicht. Aber es ist eben der Traum der Regulierer in Brüssel, all das in den Griff zu bekommen. Es gibt ja so eine Art von Binnenmarktregelung, wo dann auch vorgeschrieben werde, welche Anteile es sein dürfen oder nicht. Aber in der Praxis, das ist jedenfalls meine Erfahrung, funktioniert das alles nicht. Aber es können sich damit sehr, sehr viele Leute beschäftigen. Es gibt viele Kommissionen, die allerdings eins überhaupt nie im Blick haben, dass ein einzelner Mensch vielleicht etwas völlig anderes will als das, was sie da vorschreiben. Und wenn man sich mal die heutigen Fernsehprogramme anschaut, auch der öffentlich-rechtlichen, gucken Sie mal, wie viele Filme aus auch den kleineren Produktionsländern kommen. Das beschränkt sich meist auf eine Auswahl bei Arte, aber in der Regel sind es dann doch die angloamerikanischen Produktionen, die einen Vorrang haben. Daran wird sich, glaube ich, nichts ändern, solange die Marktmacht der anderen da ist. Und ich mag mir nicht vorstellen, dass man da tiefer eingreift, denn dann wäre es sozusagen eine Art von Geschmacksdiktatur durch Kommissionen. Natürlich, die machen das dann ausgesprochen gerne, aber das wäre für mich ein ganz starker Schlag gegen die Freiheit, dass ich das sehen können will, was ich gerne möchte. Ja, aber Sie sprechen von Marktmacht und die Frage ist natürlich, wo kommt die her? Hat es vielleicht einfach ein bisschen was mit Qualität zu tun? Nee, ich glaube, also wie gesagt, die Sprache ist, was die audiovisuellen Produkte betrifft, ein ganz wesentlicher Punkt. Englisch kann man auf der ganzen Welt vertreiben. Es gibt viele Menschen, die das sprechen. Ein Film aus Dänemark wird in der Originalsprache nur ein sehr begrenztes Publikum finden und das gilt für alle anderen auch. Sie sehen das ja auch auf Festivals, wie das aussieht. Man mag das jetzt bedauern, dass nicht mehr Platz für die anderen da ist. Und bei den Öffentlich-Rechtlichen könnte man da natürlich aus innerer Überzeugung eine Programmpolitik betreiben, die diese europäische Vielfalt viel stärker berücksichtigt. Aber auch da gehen sie natürlich danach, welches Publikumsegment kann ich ansprechen? Wo bin
nicht sozusagen dann im Zentrum des Interesses. Also die Marktmacht liegt, das muss man realistisch so sehen, woanders und natürlich heute bei den großen Intermediären, wie das heißt, also auch bei den Veranstaltern wie Netflix, Amazon und so weiter, sind das nicht die Europäer, die an der Stelle entscheidend das mit beeinflussen können. Das Einzige, was man tun kann, ist immer so gute Filme wie möglich für ein Publikum herzustellen, von dem man meint, dass es bestimmte Reflexe bedient, dass man sich darin wiederfindet, dass es eine Selbstvergewisserung der Gesellschaft ist. Aber aus aller Erfahrung, das ist ein ausgesprochen schwieriger Weg. Das wollte ich gerade sagen. Es gibt ein ganz einfaches Mittel, um die Marktmacht der Großen zu brechen. Wir müssen einfach so attraktive, so erfolgreiche Serien selbst produzieren, dass wir die anderen wegfegen. Das ist Wettbewerb. Das machen wir aber nicht schon, weil wir in Europa zum Teil ein sehr viel schwereres und botschaftsbeladeneres Kulturverständnis haben als beispielsweise Briten oder Amerikaner. Und ich in grauer Vorzeit wollte ich mal Film- und Fernsehregisseur werden und habe da auch einer sehr schweren künstlerischen Schiene angehangen mit Andrei Tarkowski, diagonaler Bildaufbau. Und das kann man weltweit eigentlich nicht verkaufen. Und wenn wir angucken, welcher der deutsche Beitrag in Cannes gewesen ist, dann war das die Geschichte eines linksradikalen Mädchens, also im wirklich linksextremen Milieu, was dann seinen Weg gemacht hat. Das kann man ja aber einem Hollywood-Publikum nicht vorsetzen. Aber grundsätzlich sind wir ja frei zu produzieren und da auf den Weltmarkt zu werfen. Je attraktiver das Ganze ist, unsere Schauspieler spielen auch in der ganzen Welt, desto erfolgreicher werden wir auch sein. Deutschland hat noch das kleinere Problem, weil wir noch ein relativ großes, starkes Land sind mit Geld dahinter. Kleinere Länder haben da viel geringere Chancen, entsprechend teure Produktionen zu stemmen. René Zeyer. Wenn ich das wieder aus der neutralen Schweiz einwerfen darf. Also erstens mal, hier ist es ja bis heute so, zumindest im Kino, wenn die das überleben werden mit der ganzen Corona-Geschichte, dass die Filme ja immer noch mit Untertiteln gezeigt werden. Das heißt also, die Sprachlichkeit ist in dem Sinn überhaupt kein Problem. Man weiß, das ist ein englischer, ein chinesischer, ein französischer oder sogar auch ein deutscher Film, der kommt dann tatsächlich ohne Untertitel in die Kinos. Also von daher kein Problem. Und das mit der Restriktion gegenüber Englischsprache, also Filmen aus England, das sehe ich mehr als ein typisch kleinliches Rachebedürfnis der EU, was ja auch die Schweiz jetzt in verschiedenen Aspekten erleben muss, dass wegen dem Rahmenvertrag jetzt die Zusammenarbeit auf wissenschaftlichem Gebiet, Austausch von Studenten und so weiter und so fort, selbst die Anerkennung, müssen Sie sich mal vorstellen, die Anerkennung der Zürcher Börse als Äquivalent zu den EU-Börsen ist aufgehoben worden. Das hat dann für uns hier aus der Schweiz gesehen schon einen Aspekt von doch höherer Kindischkeit und Eingeschnapptheit, was also auf der politischen Ebene meiner Meinung nach nichts zu suchen hat. Und die Qualität, ich kann dann auch wieder aus eigenem Erleben sprechen, ich habe Netflix tatsächlich. Und ich muss einfach sagen, wenn Sie das noch nicht gesehen haben, müssen Sie das unbedingt, zum Beispiel Black Earth Rising, eine Serie über den Krieg zwischen den Hutu und Tutu in Ruanda, diese Abschlachterei. Ich meine, das ist jenseits jeglicher Vorstellungskraft einer deutschen Serie, tut mir leid, also von Schweizern ganz zu schweigen. Das ist dermaßen gut aufgebaut, mit dermaßen guten Schauspielern. Was soll man denn dazu sagen, als sowas will man sehen? Das kann man doch nicht in irgendeiner Form reglementieren oder kontingentieren. Ja, das meinte ich vorhin mit Qualität. Also offenbar hat es doch ein bisschen was damit zu tun, dass die Angelsachsen, und ich rede jetzt gar nicht nur von Hollywood, sondern eben auch die Briten, etwas schaffen, etwas können. Wenn ich eine Fernsehserie einschalte, sehe ich nach den ersten Bildern, also auch ohne Ton schon, ist es eine deutsche oder originär eine englische, eine anglophone Serie. Naja, ein letztes Wort noch vielleicht, weil es auch etwas mit Medien zu tun hat. Es gab in diesen Tagen einen riesigen Skandal, weil ein Politiker, der noch gar nicht lange Politiker ist, er möchte es jetzt erst werden, er bewirbt sich um ein Bundestagsmandat. Vorher war er Präsident des Verfassungsschutzes. Sie wissen, von wem ich rede. Hans-Georg Maaßen hat die öffentlich-rechtlichen Sender angegriffen und jetzt wird ihm der Parteiaustritt nahegelegt und weiteres. Uwe Kammann, wie haben Sie die Causa Maaßen empfunden? Also dieser letzte Auftritt mit seinen Aussagen, den fand ich ausgesprochen dumm.
er hätte das wissen müssen, dass man sich auf diese Weise nicht mit den Öffentlich-Rechtlichen anlegen kann, indem er ja gesagt hat, es gibt Verbindungen zwischen Linksextremen und Tagesschau-Redakteuren. Wenn er diesen Verdacht hätte oder wenn er, dann müsste er aber auch Belege dafür liefern können. Das einfach so pauschal zu behaupten, ist völlig klar, löst diesen anderen Reflex aus. Insofern verstehe ich nicht, dass er das gemacht hat. Es sei denn, es geht ihm wirklich nur um die Aufmerksamkeit für die Person, dass man bei den Medien und nicht nur bei den Öffentlich-Rechtlichen vieles kritisieren kann, dass es für mich auch eine doch erkennbare, eher linksgrüne Tendenz gibt, gerade auch in den Nachrichtenmedien. Das finde ich, ist für viele spürbar. Viele haben es ja auch thematisiert. Aber man kann das eben nicht in dieser Massivität tun. Und insofern war das vollkommen falsch und kontraproduktiv. Nur eins ist ebenso kontraproduktiv, dann einfach den Parteiausschluss zu fordern. Das hat man ja auch an den anderen Beispielen gesehen, dass das in der Regel in eine Sackgasse führt und die falsche Aufmerksamkeit auch schafft. Also es ist klar, dass das dann, gerade wenn man die Phalanx auch unserer mediendominanten Akteure kennt, dass das dieses Echo auslösen würde, das war von vornherein klar. Und es war eben in meinen Augen wirklich mehr als dumm, das in dieser pauschalen Form ohne Belege zu tun. Ralf Schuler? Herr Kammann hat natürlich recht, dass es nicht besonders klug gewesen ist. Das Heuchlerische und ein wenig Verlogene an der ganzen Geschichte ist nur, dass wenn man mit Leuten aus der Union fast aller Couleur zusammensteht, wird dieses Thema ständig angemahnt, dass es eine Links-Grün-Verschiebung im öffentlichen Rundfunk gibt. Das ist auch nichts Neues und es ist noch nicht mal sehr verwunderlich. In allen Kreativbranchen gibt's einen leichten Drall zum Progressiven und nicht gerade zum Konservativen. Sie werden wenig konservative Kabarettisten, Schauspieler, Maler, Künstler finden. Das ist einfach so. Und das behebt man natürlich nicht dadurch, dass man jetzt irgendwelche früheren Verbindungen aufdeckt. Das hilft einem ja auch nicht weiter. Entweder es ist ein Verfassungsfeind und der trifft sich in seiner Freizeit mit linksextremen Gruppen, dann muss der Verfassungsschutz ohnehin tätig werden. Wenn das irgendwelche Jugendsünden sind, dann ist es verjährt und dann ist auch gut. Also das lässt sich so nicht regeln. Das war das Problem bei Maaßen. Gleichwohl ist es natürlich ein gesellschaftliches Problem, was man auch mal hin und wieder, und es wird ja auch thematisiert, Christina Schröder schreibt da in der Welt gerade einen großen Beitrag drüber, was man ansprechen muss, wenn ein größerer Teil der Menschen und Medienkonsumenten ihre Welt und ihre Weltsicht in den Medien, in den öffentlichen nicht wiederfindet, dann ist es natürlich ein gesellschaftliches Problem, was man irgendwie thematisieren muss. Man kann es allerdings nicht lösen. Und das andere, was da noch mit reinspielte, auf Maaßen stürzen sich rituell natürlich nun alle. Er hat nicht von Gesinnungstest gesprochen. Man hat es interpretiert als Gesinnungstest und dann hat sich dieses Wort festgesetzt. Man kann da einfach auch mal eine Stufe runterschalten. Das Problem bleibt. Mir hat eine Kollegin vom Deutschlandfunk direkt mal gesagt, sie hätten selbst bemerkt, dass sie nur linke Kommentatoren haben und hatten überlegt, ob sie einen Konservativen einstellen, haben sie aber keinen gefunden, haben sie das Projekt auch wieder beerdigt. Also die Reflexhaftigkeit, mit der da das K.O.-Wort Maaßen ins Visier genommen wird, das fand ich dann auch schon wieder ein bisschen schlicht. Nur kann man natürlich recht, man kann es so nicht machen und man kann es natürlich auch nicht lösen, indem man Personal irgendwie auswählt. Das müssen dann die Sender schon selbst machen. Also vielleicht sollte Brüssel tätig werden und Quoten festlegen, Quoten, konservative Kommentarquoten für den Deutschlandfunk schon mal vorschreiben. Und überhaupt, das Podcastwesen ist auch noch viel zu wenig reguliert. Ich empfehle Brüssel eine Quote der Zulässigkeit von Podcasts, die mit I beginnen. Dann kommen wir vielleicht weiter. Ich bestehe dann aber darauf, dass ich in der Zulassungskommission einen wichtigen Sitz habe. Selbstverständlich. Wenn wir zusammen mit der Kanzlerin mal wieder zu Abend essen, lieber Ralf Schuler. Das war In Dubio am Sonntag, den 11. Juli 2021. Ich danke herzlich Uwe Kammann, Ralf Schuler und René Zeyer und wünsche allen einen schönen Sonntag. Musik